Dieses Motorengeräusch ist das beruhigendste Geräusch an einem Montagmorgen, das man sich vorstellen kann, und damit einen wunderschönen guten Tag da draußen. An YouTube zumindest. Wir tuckern auf hoher See in Richtung der letzten großen Insel und sind im Endspurt von Raft angekommen. Mit viel Glück kommt gleich ein Lag und dann weiß ich, dass er gespawnt ist. Ist er gespawnt? Er ist gespawnt! Da ist er! Hallo Kelchi. Hallo zusammen. Hey, was ist letzte große Insel, ne? Ups, wir müssen mal den Motoren langsam. Also man munkelt, dass es die letzte große Insel sein soll. Und sie ist, ich sag mal, huge. Also wenn ich so nach vorne gucke, dann waren wir noch nie auf etwas Größerem wie dem da. Ist es schon Festland oder ist es noch Insel? Es hat sich nicht ganz entschieden, was es sein will. Unter uns schwimmt übrigens, wir haben einen neuen Hai-Namen. Kölschi. Aha. Ja. Ich gucke nach. Es wurde sich ein Name gewünscht. Ei. Oh nein, ich hab's aus Versehen gelöscht. Oh, jetzt weiß ich ihn nicht mehr. Ja, okay. Wir haben keinen neuen Hai-Namen. Es war irgendwie so Harry, glaube ich. Oder sowas. Ich weiß es echt nicht mehr. Du. Ich. Das sieht da aber auch Dings aus, ne? Es sieht so ein bisschen kalt aus. Es sieht so ein bisschen wie Eis aus. Geh mal gucken. Ah, ich geh mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich da aus dem Wasser rauskomme, wo du da geparkt hast. Da kommt Harry auch schon. Ja, und hab mir auch schon instant einmal in die Fresse geschlagen. Ja, ich komme hier raus. Das ist irgendwie ganz komisch, Matt. Das fühlt sich ganz komisch an. Man kann nur ganz langsam gehen. Das ist unter den Füßen nicht schön. Das ist Eis. Oh Gott, man rutscht runter. Mhm. Ich bin todesmutig. Ich gehe. Warum einfach. Kannst ich du schneller laufen wie ich? Ach doch, du, ich muss nur Shift drücken. Ja. Ja, ich habe die Steuerung verlernt. In 3 Wochen habe ich schon wieder die Steuerung verlernt, sage ich dir. Oh, ich rutsch seitwärts. Oh, ich rutsch vorwärts. Oh, jetzt aber hier Speed Boost. Hallo. Und todesmutig gehen wir, ohne uns vorzubereiten, auf diese Insel. Was daran liegt, dass ich... Ich hab alles mit. Ja, das ist schön. Ich nicht. Oh. Ich hab einen kaputten Speer. Ja, geht doch wieder zurück. Nee, ich hab noch Bonus. Ich hab noch Bonus Essen und Bonus Trinken. Das will ich ausnutzen. Oh mein Gott, wir haben ja direkt hier... Weil, schau mal her, komm mal her. Wenn du da hinten... Siehst du das? Ja, da ist noch mehr. Ja, da ist noch viel mehr. Ach du heilige Scheiße. Mein Mikrofon hatte gerade Aussetzer, logischerweise. Tut mir leid. Hier ist ein Schnipp. Tony, komm mal her. Kommen Sie mal her. Ich wollte doch erst mir oben gucken. Nein, kommen Sie sofort her. Ja, hallo? Ich dachte hier so, ach cool, da ist ein Schneemobil. Mal gucken, ob wir den benutzen können. Ach du Heilige. Aha. Ha, ja, das ist mein Ding. Yo! Hey, sitzt du eigentlich mit drauf? Ja. Oh, wie cool ist das denn? So, okay. Lass mal hier stehen. Hallo! Mr. Eskimo. Warte mal. Stimmt nicht? Darf man nicht mehr heißen Inuit? Richtig? Inuit, ja. Okay. Hallo, Mr. Inuit. Benötigt Stromkabel. Ja, ich habe eine Münze gefunden im Schnee. Ach, du warst das, okay. Ich habe eine Münze gefunden und, ich habe da so ein Gefühl. Ich würde mal behaupten, wir müssen sehr viel Strom verlegen. Das haben die nicht mehr ganz geschafft, bevor sie alle gestorben sind. Und wenn wir den ganzen Strom gelegt haben, dann können wir uns die ganzen Buden hier angucken. Wer sagt, dass sie tot sind? Das habe ich in diesem Spiel so gelernt. Ich habe in Raft gelernt, wenn du eine Insel findest, dann lebt da immer nur noch der eine Letzte, der irgendwo auf einem Sessel sitzt und wartet, bis du mit ihm sprichst. Und dann gehört er dir in deinem Inventar zum Anziehen.
So, na dann. Naja, es ist, man lernt mit der Zeit mit. Also ich würde mal behaupten, hier ist jetzt nicht wirklich viel. Ja, ich suche halt hier gerade so ab, aber hier gibt es tausende von diesen Dingern, wo man Stromkabel dran machen kann. Ja, genau. Ich bin ein bisschen weit weg von diesem Schneemobil, also... Ich auch. Achso, okay. Ich bin hochgeklettert auf den Berg. Ja, dann sehen wir uns gleich, weil ich bin auch hochgeklettert, aber auf den anderen Berg. Hier hinten ist auch nichts mehr. Hier ist ich schau mal zu der leuchtenden Antenne. Die muss ja auch einen Sinn haben, dass die leuchtet, oder? Ja. Okay. Mach ich. Für dich. Mach mal. Ja, mach mal. Für die Menschen. Für die Menschheit. Danger! Strom. Halte die Taste E, um das Stromkabel gedrückt. Ah, Hinweis. Detto hat mir und Henry ein paar verlassene. Die Jungs haben geöffnet, indem sie ein paar Kabel gefummelt haben. Das große Iglu ist allerdings noch geschlossen. Ich frage mich, was ist da drin? Detto stellte mich einem Mann namens Ruben vor. Ach, nicht schon wieder Ruben. Sah aus wie ein Bärenangriff. Es gibt Bären hier. Astrid pflegte meine Wunden gleicherweise zu versorgen. Wo bist du, Schwesterchen? Okay, also. Ich habe das mit dem Kabel irgendwie falsch gemacht. Halte E gedrückt, habe ich getan. Aber. Ach so. Okay, ich habe zwei Stromkabel jetzt. Oder wir zusammen, ich habe es auch gemacht. Kabel ziehen. Ich kann jetzt quasi ein Iglu öffnen. Ich zieh mal hier hoch. So, ich zieh mal hier hoch. Geh und zieh dann einmal und dann machen wir hier mal so ein. Geh mal hier hoch. So. Dann gehen wir da hoch. Aha, okay. Wir brauchen weitere Stromkabel. Also ich komme bis hierher, aber nicht bis zu den Häusern. Respawnen die oder wahrscheinlich müssen wir die irgendwie. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas anderes damit machen, ne? Ich schätze, wir müssen weitere Stromkabel wahrscheinlich finden. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Du, schau mal, hier ist ein Rieseneingang. Sollen wir da mal hineingucken? Ich gehe mal hier rein in die Höhle. Oh, 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 oh. Autsch. Haben wir sowas wie Gasmasken? Oder vielleicht funktionieren auch Sauerstoffflaschen? Warte mal, nehmen wir das mal. Ganz vergessen, dass ich auf den anderen Inseln Schätze suche. Hier ist noch so ein Strommast. Wir müssen. Ich glaube, ich check's. Ich glaube, wir müssen von Strommast zu Strommast fahren. Und dann dort die Kabel klauen. So. Zack. Jetzt habe ich wieder zwei Stück. Damit gehe ich zurück. Und dann kann ich, ja. I got it. Sorry, wieder da. Also, wir müssen von Strommast zu Strommast, die was so rot leuchten, und dort die Kabel entfernen. Und dann haben wir pro Strommast quasi zwei Aufladungen. Aber ich hätte eine Bitte an dich. Ja. Könnten Sie vielleicht mit dem Schneemobil in Richtung Dings fahren, Richtung Schiff? Floß. Oder hast du noch eine Sauerstoffflasche? Sauerstoff? Ja. Nee. Dann eventuell eine Sauerstoffflasche craften. Ja, muss ich mal gucken, ob ich genügend Material dafür habe. Das wäre lieb, ob du mal nachgucken könntest. Ich kann dir auch ein bisschen Material mitgeben. Ich habe hier jede Menge Plastik und Bla gefunden. Würde ich dir mitgeben. Ich habe da eine. Ich weiß nicht. Es ist da hinten ein Bunker. Und der Bunker ist, da ist so grünes Schlotterzeug drin, was einen tot macht.
Und ich habe mir überlegt, ob es eine Gas, also eine Gasmaske gibt. Und dann habe ich überlegt, vielleicht funktioniert es mit der Sauerstoffflasche. We will see. We will see. Ah, du bist schon weg, also ich kann das Material ja, nicht mitgeben. Ja, ich bin schon weg. Nee, nee. Okay. Also, erstes Haus habe ich geöffnet. Das hat gut funktioniert. Jetzt nehmen wir das Kabel hier weg. Dann habe ich wieder zwei, oder? Also ich hoffe zumindest. Oh, wie schön das leuchtet. Ist eigentlich echt schön gemacht. Die sind mega geil gemacht, to be honest. Also nicht irgendwie nur so ein bisschen hingezimmert, sondern so. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie hochtechnologisch eigentlich die Menschen versucht haben zu überleben. So, Kabel ziehen. Wir ziehen wieder ein Kabel. Schauen wir, wie weit es geht. Aha. So weit geht's nicht. Wo kommen wir denn hin? Kann man von Haus zu Haus ziehen, ist die Frage. Ja, kann man. Okay, ergo von dem Haus zu dem Haus. Wir brauchen viele Kabel. Ganz viele Kabel. Hier ist Material ohne Ende, Kölschi. Sag ich dir. Und Münzen. Wir können wieder... Hier gibt es mit Sicherheit irgendwo so einen Automaten wieder. Okay. Geht's in die andere Richtung? Können wir vielleicht hier hoch? Also wir haben nicht genügend Glibber, um... Glibber ist das Problem. Ja, okay. Mhm. Ja, vielleicht finden wir noch einen Bauplan für eine Gasmaske oder so. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Aber ich habe einen Riesenbunker gefunden und ich würde ganz gerne mal reingucken. Meine Äugländer mal reinhalten. So, dich kann man nicht anschalten, ne? Schade. Wie sieht's denn hier oben aus? Wo ist denn hier der Verteiler? Hier gibt's keinen Verteiler. Das ist auch schade. Aber sobald ich das erste Haus hier am Strom hab, kann ich die anderen dranhängen. Das ist gut. Aber woher bekomme ich den Strom für dich? Doch nicht von hier unten, oder? Now we try. Kabel ziehen. Das ist viel zu weit weg. Das sehe ich jetzt schon. Ich habe einen Eisbär. Als Haustier, oder? Nee, der ist hier beim Strom. Ich bin mal so dreist und greife mal an. Machen Sie das. Kölschi tot in 3, 2, 1. Ich suche weitere Sendemasten. Hier ist einer. Ah ja, da bringst du zwei Kabel mit. Ja. Wenn du den Eisbären getötet hast. Ich habe auch ein weiteres Schneemobil gefunden. Oh, das ist praktisch. Dann haben wir zwei. Dann kann ich auch dich suchen. Oder du kommst dann hierher und fährst mich dorthin. Wenn ich es wieder finde. Ah, okay, ja. Das ist natürlich... Aber ich sehe da hinten... Am Sendemast halt. Aha, an einem der 5 Sendemasten, die ich sehe. Aber der wahrscheinlich in Richtung unseres Floßes, I guess. Oh, warte mal, ich habe auch eins gefunden. Ich habe auch ein Schneemobil gefunden. Ich hab auch eins gefunden. Okay. Da gibt es ja viele. So. Ja, die haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass die Leute das einfach... zu oft verlieren. Ich habe auch eine Höhle gefunden. Ich fahre da mal rein. Ah, das ist nur eine Durchfahrt. Das ist gar keine Höhle. Au, ja, hier Strom. Kabel sammeln. Oh, das sind 2 Strommasten. Das ist sehr gut. Da ist ein Eisbär. Hallo, Eisbär. Alles gut, Eisbärli. Ja, ich nehme bloß das Kabel. Oh, gut. Aua. Oh mein Gott. Au. Aua, was ist deine Range, bitte? Ah, ich habe halt wieder einen kaputten Speer mitgenommen, ne? Ja, ich habe keinen Speer mehr, Eisbärli. Es tut mir leid. Ich muss da weg.
I don't have any weapon. That's... Oh mein Gott, der kann klettern. Das ist unfair. Go, go away. Eisbärli. Ja! Ja, ist gut. Ich hab verstanden. Kölsch hat auch Stromkabel. Das finde ich gut. Ja, schon das zweite Mal. Ja. Ich hab hier ein Eisbärli an mir. Das. Eisbärli, du bist doch mit Sicherheit langsamer als ein Schneemobil. Oh, shit. Ich bin eingestürzt in ein Oh mein Gott, ich bin mit einem Schneemobil gestürzt. Und ich komme da nicht mehr hoch. Ja, gut. Du kannst ja quasi mir sagen, wo ich hin muss. Wie soll ich das denn machen? Ja, weiß ich nicht. Du guckst, gehst auf Twitch. Oh, da sind Fische. Und leitest ja mich. Nebenbei. Oder so? Irgendwo in der Nähe ist auf jeden Fall wieder so ein Antennending und eine Art Observatorium. Ah ja, dann... Da, wo es grün geleuchtet hat, oder was? Ich weiß nicht, ob es grün geleuchtet hat. Au! Ich geh mal tauchen. Ah, du kannst da tauchen, oder was? Ja. Hier ist auch so ein leuchtender Fisch. Ganz viele leuchtende Fische. Ich versuche, einen Eisbärli zu töten. Nicht aber der Eisbärli, der hält aus, sag ich dir. Hier ist eine Leiter. Hast wieder überreagiert, ne? Ist gar nicht so schlimm alles bei dir? Hey, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Ich hab doch... Oh, er ist tot. Ich hab doch, Alter, einen ganzen Speer verbraucht für den. Na, das kann ja heiter werden. Oh, sein Bein zappelt noch. Ich kann dir nur nicht sagen, wo ich bin. Ich bin irgendwo in einem Gebäude. Ey, schön. Ich sammle erstmal weiter Kabel. Das sieht wirklich schön hier aus. Mhm. Ich habe einen Hinweis. Soll ich mal lesen oder soll ich auf dich warten? Wart doch lieber mal, dann kann ich... Also ich muss ja erstmal schauen, wie ich zu dir finde, aber... Hier kann oben... Ich nicht zurück, das ist das Problem. Ja. Ich weiß, aber du könntest ja... Oh Gott, da ist noch ein Eisbärli. Ich mache hier diesen Eisbärli noch. Oh no. What hast du gemacht? Der Eisbärli hat mein Schneemobil einfach weggekickt. Ich hab's gesehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... 7. Ey, du hast mich nie im Leben getroffen, Eisbärli. Hier gibt es WLAN. Ich habe ein Problem. Ich glaube, ich sterbe. Oh, er ist gestorben, Alter, wie gut. Muss auch noch was trinken. Ja, ich esse gerade Zwiebeln und alles Mögliche, was hier rumliegt, weil... Oh, shit, ich muss ja essen. Ich trinken. Trinken ist es, nicht essen. So, also, gut, dass ich hier Wasser und Melone dabei habe. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen soll. Ja, ich kann ja auch gerne die Discord-Übertragung anmachen ansonsten. Hey, ich sehe es ja, ich habe ja also. Dings offen, aber es sieht ja alles gleich bei dir aus. Ich bin rausgekommen. So, gut. Also hier oben ist ein Riesenkraftwerk oder sowas in Richtung, das leuchtet grün. Nee, da nicht. So, hier geht's zurück zum Dorf, von dem wir kamen. Hier habe ich das Schneemobil geklaut. Hier ist übrigens noch ein Schneemobil. Und hier ist eine Höhle zum Reinfahren. Hier. Kann man reingehen. Und da ist das Dorf. Und da vorne ist unser Floß.
Hier unten rechts ist unser Fluss. Stopp. Hallo. Hallo. Wollen wir jetzt im Dorf mal Strom anmachen oder wollen wir erst in die Höhle gehen? Ja, erst in die Höhle, oder? Wir können auch erst in die Höhle. Ja, naja, man entdeckt sie ja beim Stromkabel sammeln, also glaube ich, macht Sinn. Und du sagst mir einfach wohin. Ja, ja. Also, ich müsste meinen Speer wieder in die Hand nehmen. Ach, der ist wieder kaputt schon wieder. Ja, ja. Ah, ich nehme den Pfeil und Bogen, ja. Also, Schneemobile gibt es hier viele, ne? Das ist schon mal. Also, ich muss dir vorstellen, hier war alles Boden. Ich renne da lang und plötzlich stürzt hier alles ein. Okay, also so ungefähr. Ah! Okay, ich habe es nachgespielt, damit das auch für den Zuschauer natürlich eine gewisse Nachempfindung hat. Das ist ja nett. Und dann bist du hier so geschwommen? Ja, ja, die Fische habe ich einfach versucht zu dodgen. Machen die Aua? Weiß ich nicht. Okay. Wollte ich nicht ausprobieren. Ah ja, okay. Ich habe ein Brett in der Hand. Ja, die machen Aua. Okay. Jetzt hast du es doch ausprobiert. Dachte, du wolltest es nicht ausprobieren. Ja, eigentlich nicht. Dann hast du gesagt, oh, eine Leiter! Ja. Material habe ich da schon eingesammelt, alle Hinweise habe ich liegen lassen. Alle Hinweise, das ist gleich so viele. Mhm. Oh, schau mal, das ist schön. Also es ist wirklich schön hier. Okay, wir haben neue Notizen hinzugefügt. Eine neue Notiz hinzugefügt. Okay, 3 von 4. 3 von 4. Ich lese. Überall auf dieser zugefrorenen Insel gibt es Bären. Einer von ihnen hat das Boot völlig zerstört. Wir versuchten zu entkommen. Auch die üblichen Tricks funktionieren nicht. Henry und ich wären aufgefressen worden, wenn dieser Junge mit dem Lufthorn nicht gekommen wäre. Sein Name ist Detto. Sagt, er sei Überlebender hierher gekommen. Okay. Ich zeig dir gleich auch Henry. Okay. Also das Thema ist, ich weiß... Da, hier, nehme ich noch eine Münze. Ich weiß ja, dass Englisch einfach kürzer ist als Deutsch, ne? Aber man muss halt dann halt länger da, damit man halt auch lesen kann. Neue Notiz hinzugefügt. Oh, was ist das? Weiß ich auch nicht. Ach, guck mal hier, hier ist ein Bienenfeld, ein Code. Ah. Also ich habe Hinweise, ne? Ich habe 2 von 4, 3 von 4 und 4 von 4. Ja, aber guck mal hier, hier gibt es einen Anker mit der Nummer 8. Hier gibt es einen Speer mit der Nummer 2. Dann lass mal weiter gucken. Hier oben ist noch ein Hinweis von Henry. Hier oben ist ein Vogel. Ein Shark? Ja, wait. Ich habe eine Idee. Hallo Henry. The boat is ready to go. Detto is ready with the air horn, and Ruben can at least walk. Henry is staying behind. It's bittersweet. He doesn't speak with me anymore, but I think it's safer for someone to stay behind. Detto says there's a place with lots of people. Ruben says Astrid might be there. She definitely isn't here in this cold place. It's nice talking to people. So, das ist der Speer. Den hast du gerade weggeklickt. Das ist der Speer. Der hier. Ja, das ist der Speer. Mhm. Na? Und der Speer ist die 2. Und das ist die 8. Das ist hier der Anker. Mhm. Na? Glaube ich, dass das der Anker ist. Und dann gibt es noch den Shark. Das sind nur so 3 Punkte. Den weiß ich nicht, wer das ist. Das ist so ein Haken, wie ich ihn auch als Hinweis gefunden habe. By the way. Oh, ich habe nichts zu trinken. Da wir müssen. Ach doch, ich habe was zu trinken. Ja, ganz easy, chillig. Ha. Hast du auch Durst? Ich habe was. Okay. Den Haken habe ich gefunden hier. Aber der hat hier noch kein Bild bekommen an der Wand und noch keine Zahl.
So, dann habe ich noch, was haben wir hier noch? Das habe ich auch gefunden. Das habe ich hier. Das ist das da. Okay. Was bist du? Kreis. Das sieht aus wie ein Weihnachtskuchen. Das ist der, das Gesicht hier. Haben wir auch. Das sieht aus wie ein UFO. Das habe ich nicht. Ah, das ist die Seagull da oben. Das ist die Möwe. Das ist der Shark. Und das hier ist, ja, das ist dieser Vogel hier. So, die große Frage ist, es geht um die Sterne. Zwei Sterne hat der Speer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sterne hat der Anker, macht 10. Der Shark hat 3, macht 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 und 7 macht 20. Und jetzt zählen wir die restlichen noch. Der hier hat, was habe ich gesagt? 20, ne? Oder? 20, ich habe 20 gesagt. 1, 2, 3, 4, 5 macht 25. Und 4 macht 29. Das hier hat 1, aber ich weiß nicht, was das sein soll. 25. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun macht 34. 34. 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6 macht 40. Jetzt gib mir nur noch 43 Sterne. Und ein Sternbild, das unentdeckt blieb, das hier, macht 44 Sterne. Ich habe keine Ahnung, für was das steht, aber ich dachte mir, ich zähle die jetzt mal durch. Ja, ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so schlecht, aber ich würde ein bisschen anders rangehen. Okay. Ist es der Code 1234? Denkst du? Nee. Nee, ich meine nicht, dass der Code 1234 ist, sondern so die Bilder 1234. So, der Vogel, die Anzahl der. Schau mal, ob du den Vogel findest. Meine Überlegung ist tatsächlich, genau. Das ist der Code, ist, ne? Vogel ist, genau. Ja. Und dann Anzahl der Sterne. Ja, okay, dann glaube ich, ist es richtig. Das ist die Seemöwe, glaube ich. Nee, warte mal, das ist. Ah ja, das ist einer von unseren, ne? 5, 9, 6. Ist es der Vogel? 5, 9, 6, 5. Ja. Ja. Es nice! Einfach die Sternbilder. Ja, genau. Und dann quasi die an der Wand waren bloß als Hinweis gedacht, dass man die Sterne zählen soll. Genau. Ja, das hätte ich auch ohne Hinweis hinbekommen. Ich habe fortgeschrittene stationäre Anker. Aha. Mit funktioniert ferngesteuert. Mhm, okay. Geil, oder? Brauche ich dich nicht mehr, endlich. Ja, es geht schon wieder los. Na, ich sag gar nichts mehr dazu. Ich. Einfach nur schlucken. Sollen wir einmal, sind wir hier ja eigentlich schon wieder, können wir einmal essen gehen? Doch, können wir machen. Oh, okay. So Mahlzeit und so. Mittag! It's Mittag! Weißt du, was übrigens toll ist? Man hat jetzt den... Warte.
Was habe ich denn jetzt wieder? Ah, okay, lecker. Ja, dann brauche ich nicht essen gehen. Aber weißt du, was toll ist? OBS hat seit neuestem eine Funktion, du siehst, wie lange du aufnimmst. Und da steht 30. Ja, dann... Cool, oder? Also Rätsel 1 gelöst, hat nur 30 Minuten gedauert. Machen wir mit Rätsel 2 weiter, oder? Ja, ich würde mich aber trotzdem gerne am Schiff treffen, mal wieder neu aufladen. Ja, dann mache ich, du fährst mich einfach zum Schiff, während ich sage, wenn euch das Ganze gefällt, ne, lasst ein Herz da, folgt den Kanal und wenn wir Raft tatsächlich fertig haben, dann geht's munter weiter mit dem nächsten Koop-Game und da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Adios, amigos. Adios.